Hallo und willkommen zurück zu Legends of Emberland und wir werden weiter wieder in dieses Flammentürmchen hier gehen und vermutlich danach den nächsten Flammenturm machen. Das ist zwar alles nicht so wahnsinnig spannend aktuell, aber da müssen wir durch. So. Stunde 19, das heißt, da wird auch Walter Buff wieder ablaufen. Charge. Strike. Attack. Nummer 1 zumindest schon mal hinüber. Blizzard. Nehmen wir den hier aber. Power Heal. Und wupp. Mach ich auch nochmal ein Power Heal. Er lebt noch. Und jetzt nicht mehr. Das ging aber jetzt ganz schnell. Aha. Ne, das war nix. Dann gehen wir hier erstmal in die andere Richtung. Zwei. Der Sound ist immer noch viel zu laut. Mithril Mail leider nichts, was wir brauchen können. Restoration. Und dann gehen wir auf Massiel, 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 Massiel. Heal. Zwei. Da müssen wir jetzt wieder den... Da kann ich jetzt gerade mal gucken. Das bleibt das Stärkste noch. Noch 18 über. Ja, tot. Sehr schön. Der ist auch hinüber. Ja, damit geht natürlich jetzt auch die Gesamtangriffskraft runter, weil natürlich die Stärke von denen fehlt. Für Einzelne reicht's noch, für Zweiergruppen wahrscheinlich auch, aber die Dreiergruppen würden jetzt noch kritischer werden. So, guck mal erstmal, was hier noch ist. Nix. Ja, jetzt haben wir hier die Dreiergruppen. Machen wir den. Und... jetzt kommen die Stärkeren nach. Shit, der lebt noch. Und da sind meine Heiler verendet.
das macht keinen Sinn. Da ist der direkt im Eimer. Dann machen wir hier nochmal den Power hier. Naja. Ja, da kommen auch dann zu viele nach. Ich muss hier jetzt auch erst... Ah, okay. Da ist dann das Ding aufgegangen. Da machen wir die jetzt platt. Und dann müssen wir danach auch erstmal wieder heilen. Da ist dann noch was auf, okay. Wenn das jetzt ein Einzelner ist, dann können wir den auch noch machen. Gucken wir erstmal, ob wir nach Hause kommen oder ob wir hier noch angegriffen werden. Ne, das passt. Das heißt, den könnten wir auch noch machen. Da ist noch einer. Nehmen wir den auch noch. Stun! Ach, Recovery macht auch die ganzen Leute wieder ganz. Okay. Speichern. Machen wir erstmal das. Es geht Ultimate Cloak of Resistance. Das klingt doch sehr gut. Und ein Orb of Flames. Was ist ein Orb of Flames? Fire was captured in this crystal orb. Extremely magical. Find 3 orbs of flames and bring Red Heart in Sand Castle. Okay. Da müssten wir auch nochmal mit allen reden. Das hatten wir doch hier sogar. The Sword of Elven Kings. Hatte dich das nicht sogar angelegt? Blade of Elven Kings. Ja, shit, da muss ich das ja abgeben. Okay. Ja, nochmal. Das war jetzt Ultimate irgendwas. Ultimate Cloak of... Achso, die Chronicles hatte ich schon. Und die Map auch. Okay. Ultimate Cloak of Resistance. Ja, da ist alles drauf. Und da wollte ich eventuell was austauschen. Was schade ist, ist halt hier dieses Displacement. Das ist halt mit das Beste. Bei den anderen ist es jetzt nicht so wichtig. Die könnten theoretisch auch was anderes nehmen. Aber die haben halt nichts, was hier sonst noch so drauf sein kann. Bei denen habe ich halt durch die bessere Rüstung und so weiter, die sind halt da ziemlich festgefahren, was die Buffs angeht, was hier jetzt nicht der Fall ist. Okay, ich mach mal gerade das hier noch und dann fürchte ich...
Das muss ich mir dann merken, dass ich hier den Schalter drücke im Westen. Machen wir erstmal auf jeden Fall noch den Turm zu. Ja. Na, die Buffs sind auch aus. Erklärt es natürlich auch ein bisschen, dass ich da jetzt keine Schnitte mehr hatte. So, gucken wir nochmal wegen dem Cloak. Erst noch die Buffs an. Lightning Cold. Two damage rolls during combat. The better roll is used. Das mit dem Plus Damage wäre aber natürlich auch nicht verkehrt. Wobei das bei denen sinnlos ist. Naja, der Heal würde halt minimal effizienter werden, aber ne. Hidas kann im Grunde weg, die Boots mit Lightning drauf. Dann machen wir das hier auch weg. Frostcape. Dann nimmt die den. Da ist Poison drauf. Und Acid. Haben wir irgendwas an Accessoires mit Poison? Das hier. Dann könnten wir das hier theoretisch gegen was anderes austauschen. Wenn wir denn was hätten, was auch nur so wenig verbrauchen würde. Haben wir aber nicht. Da ist Confusion drauf. Drei. Ja, die Spielräume sind halt alle extrem gering. Aber die könnte jetzt zumindest den hier nehmen. Ich hoffe mal, dass das auch mit Zauber gilt. Ich meine, theoretisch könnte man auch hier diesen Girdle of Carrying nehmen, damit wäre man auch ein bisschen flexibler noch. Die hat halt jetzt den Acid doppelt. Drei. Die könnten den aber auch gar nicht austauschen, weil der nicht genug Platz hätte. Der hat halt Tragekapazitäten und sogar noch über. Da ist, fehlt Acid, Cold Ace. Der hat kein Cold. Cold Lightning. Aber wir haben nichts, was das mit Fire kombinieren würde.
Der könnte natürlich einen Helm nehmen. Haben wir gar keinen dafür. Und der hat auch kein Cold irgendwas. Wir könnten natürlich das hier nehmen und den damit austauschen. Das Mithril-Ding ist halt so eine Sache, weil das halt nur Schutz bringt. Andererseits ist es halt auch entsprechend gut. Die hier sind halt alle zu schwer. Und das hier ist deutlich weniger. Naja. Da könnte man noch einen Shield brauchen. Dann haben wir sowieso Paralysis Shots. Ja, das ist ein bisschen. Naja. Wir gehen mal gerade dieses Elfending abgeben. The Elven Sage and Hunt nearby will provide you with details about. Ja. War das nicht bei den Elfen? The King of Elves. Das ist doch der King of Elves gewesen. Ne, das ist halt nicht das Schwert, was wir finden müssen. Dieses Qualtabar, das ist das, was mit der Quest am Schluss rauskommt, nehme ich an. Okay, dann gehen wir wieder hier hin. Können wir das Schwert weiterhalten? Und jetzt ist mal hier den Hebel umlegen. Ups. Und dann wird es nochmal ein bisschen kritisch. Naja, gut, einzelne gehen. Also Zweiergruppen. Ist dann schon wieder fast hinüber. Power Heal! Aha. Der Molten Blast ist jetzt auf jeden Fall deutlich besser geworden. Macht aber jetzt gegen die Magier natürlich noch keinen Sinn. Toll. Okay. Wow, okay. Der hat aber jetzt mehr Schaden gemacht als sonst. Die haben mich doch sonst nicht so böse umgepustet. Na, ah, shit. Da war noch das. Der Buff aktiv. Probiere ich nochmal. Blizzards und Power Heal. Er lebt noch gerade so. Wunderbar, niemand gestorben. Dann werden wir erstmal wieder die Mana in Lebenspunkte umwandeln. Kristalle. Zweimal die dicken. Okay, dann machen wir hier auch direkt die Fähigkeiten drauf. Okay, haben wir den ersten.
Wunderbar. Alle. Der nächste. Fertig. Ein Kristall, aber auch ein bisschen Erfahrung. Und da waren auch noch böse Gegner drin. Das ist direkt ein neuer. Heal mal. Theoretisch könnte ich ja auch weglaufen. Flieh! Ja, ich glaube, das war das Beste. Dann werden wir erstmal wieder heilen gehen. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen heftig da oben. Einmal auftanken. Kann sein, dass mir eben die Buffs währenddessen auch schon wieder ausgelaufen sind, weil wir haben schon wieder 15 Uhr. Wie sieht's aus mit Stufenaufstieg? Ein paar haben wir, wir würden uns dann auf jeden Fall die neuen Zauber holen. Dann machen wir das mal. Naja, dann noch nicht. Kommt beim nächsten Mal. Thunderstrike und Lavastorm. Moonlight Blaze, der erste, der auf 40 angekommen ist. Was ist denn Moonlight Blaze? Boah, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Vor allen Dingen gegen den. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass halt die mit der gleichen Arcane-Stufe, also mit Arcane 181, dass der hier weniger Schaden macht als der. Wobei, das ist halt immerhin nur ein Level oder so, da macht der mehr Schaden, aber trotzdem. Nee, auch nicht. Wenn der 3 ist, dann macht der 70 bis 100, ja doch, 100, nee, 70 bis 160 sind sie immer noch schlechter. Also der wird nie besser werden als der, also für den Charakter. Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir wieder hier hin. Noch ein bisschen daneben. Zzz.
Und dann werden wir wieder da rein. Charge! Den müssen wir. Da machen wir gerade den. Und... Hup. Kleine noch. Da ist noch einer. Und dann... War das die oberste Ebene? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja, da war bei dem oberen nur ein Schalter. Alle. Wenn das natürlich jetzt der letzte Gegner ist, dann ist das eigentlich auch unnötig, weil dann würde ich danach sowieso wieder rausgehen und heilen. Fire Monsters Atlas und ein bisschen Erfahrung. Ja, das war das letzte. Wir haben den ersten dieser Orbs gefunden. Und wir haben jetzt auch genug, damit die anderen aufgestiegen sind. Dann gehen wir wieder hier hin, werfen das hoch. Ein bisschen hin und her laufen. So, dann müssten wir eigentlich jetzt mit dem nächsten Tower weitermachen. Das wird natürlich dann auch nicht spannender sein. Also Tower of Flames ist durch. Den haben wir. Jetzt haben wir noch Tower of Magma und Tower of Lava. Ich könnte auch mal gerade noch mal hier zu diesem Battlefield gehen. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Endless Remaining of Broken Swords, ja. Ne. Da ist... Nicht zu die Quest. Das andere war Lonely Wizard Ding. A1 156. Da gehe ich auch mal gerade noch hin. Ah, okay, das hatte seinen Auftrag erfüllt. Das Ding ist sinnlos. Das war. Also jetzt ist es sinnlos, da waren wir schon. Iron Keep at Southern Sea, da waren wir. Das war das mit dem Prinz reden. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Das war die hier. Ja, das kann ich auch in meiner To-Do-Liste streichen. Laden wir gerade mal. Dann haben wir nicht so viel Zeit verstrichen und den Buff noch länger aktiv. So, wir haben noch die Beholder-Insel mit diesem Beholder, der eigentlich viel zu stark ist. Der, ich meine, wir sind da ja jetzt auch noch ein bisschen gestiegen.
Achso, und die können wir auch gerade noch steigern. Das könnte eigentlich mittlerweile funktionieren. Dann nehmen wir halt hier jetzt hin. Brenner. Thunderstrike und Loverstorm. Die hat leider nichts bekommen. Dann gucken wir mal hier. Thunderstrike 300 bis 500. Und Loverstorm 200 bis 400. Ja. Der ist dann auf jeden Fall schon wieder besser als der Firestorm, den wir vorher hatten. Der Thunderstrike ist auch nicht verkehrt. Ja, das ist ein netter Boost. Der würde die nächste Stufe mit 525 Arcane bekommen. Da kommt der auch nicht dran. Machen wir das mal mit dem Beholder hier auf der Insel. Gucken wir mal. Der hat Fire, Cold, Lightning, Resistance, alles. Dann nehmen wir einfach das Stärkste, was wir haben, was der hier ist. 100, das ist immer noch Schaden. Da machen wir einfach Restoration jetzt auf den. Ist nicht viel, aber es ist was. Restoration. Na gut. Müsste aber gehen. Dann haben wir den nämlich auch aus der Welt geschafft. Sagen, die ist doch tot. Da habe ich wohl zu schnell gedrückt. Ja, das Dumme ist, jetzt kriegen wir die nicht wieder zurück. Es nutzt also nicht viel. Naja, und den Stun sollten wir auch am Anfang haben. Also am Anfang, der erste, müsste auf jeden Fall ein genauen Single-Target sein. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Ich mach mal hier Summon. Speicher hier ab. Dann brauchen wir das nicht jedes Mal machen. Das ist gut. Ah, Moment. Strike. Stun. Hier wieder auf den. Attack. Molten Blast. Attack. Und damit sind die wieder abgeraucht. Abgewehrt. Ah, Glück gehabt.
Okay, der ist weg. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Erfahrung der gebracht hat. Aber dann können wir die Hunden auch noch töten, oder? Na, oder wir machen die. Ist halt doch schon ein bisschen Arbeit da. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, also die Beholderinsel ist auf jeden Fall platt. Dann den Dark Castle. Das war ein bisschen zu heftig. Der Drache mit den 17.000 AP war auch zu heftig. Der Crystal Tower, da müsste man nochmal gucken. Das war jetzt Cold-Schaden, wo der keine Immunität gegen hatte. Cold. Sonst nix. Thunderstrike. Da sollte man dann vielleicht mal hingehen. Und dem den Ring geben, der Schutz gegen Cold macht. Cold und Lightning. Massiel. Ah, das geht jetzt eigentlich ziemlich einfach. Israel Helm. Ach, der hat auch keinen Cold Resistance. Gauntlet of Magic Control. Paralysis und Petrification. Cold Lightning Confusion. Na, Cold ist jetzt nicht so wahnsinnig viel da. Wahrscheinlich jetzt schon geholfen. Armor of Protection ist, glaube ich, nur dieser Buff drauf. Und Protection halt. Zwölf, kommt drauf an, weil da ist ein gleich. Da geht's hoch. Kein Mana mehr. Oh, das geht schnell. Fokus. Play Song.
Na, shit, da habe ich jetzt... Das war falsch. Und das macht jetzt eigentlich auch keinen Unterschied mehr. Genau. Die können wir aber sogar verhältnismäßig angenehm mit den Nahkämpfern platt machen. Okay, das ist die Ebene jetzt auch schon gewesen. Ja, aber das Mana ist ein Problem. Oh, Feuer. Dann müssen wir jetzt hier wieder umrüsten. Cold Lightning weg. Und wieder den Feuerring nehmen. Salamander. Hundert Mana kostet dir Zauber. Ist schon eine Menge. Da geht dann nicht. Ja, machen wir das jetzt gerade, das noch aufzudecken. Ich meine, der Zauber ist gut, aber. Der Molten Blast macht da natürlich keinen Sinn. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir hier jetzt mit den normalen, also mit den Nahkampfangriffen kommen. Achso, hier, das können wir auch mal komplett noch freilaufen. Da ist ein Schatz. Feather Light Helm. Mighty Whirling Eggs. Huh. Mighty Whirling Eggs. 160 Whirling Strength. Hat aber keinen Slayer drauf. Das ist halt nicht so wahnsinnig gut. Bekommen halt diese 15% Crit-Chance, verlieren dafür aber 20% Schaden grundsätzlich. Ist halt. Ne, hat er ja hier auch. Ja, doch, klar. Problem wir da. Wenn da Slayer noch drauf, ja. Slayer ist halt zu gut, um das nicht zu nehmen. 33% Crit. Aber die Hälfte davon und dafür. Ne. Achso, und Featherlight Helm. Oh, 1 und 6 Armor. Ja, da können wir hier das mit der Confusion wegmachen oder das hier. Der ist auf jeden Fall schlechter. Aber andererseits wird er ja auch nie im... Eigentlich ist bei denen der normale Schutz eigentlich ziemlich egal. Die brauchen den wiederum nicht. Die hätte halt den Schild auch noch als Slot für Paralysis. Der Schildslot ist eigentlich ungenutztes Potenzial. Hm.
Naja, dadurch, dass die aber sowieso nie. Also, der ist hier gar nicht so gut. Eigentlich ist der nur für die Hauptcharaktere sinnvoll, weil die nur den eigentlichen physischen Schutz brauchen. Und wenn der sonst nichts bietet, dann, naja. So, die ist. Nein, die kann hier noch kleinere Zauber machen. Ja, müssen wir aufdecken. Die sind halt nicht wahnsinnig stark. Es ist nur die Frage, ob man hier auch alle Resistenzen haben. Wahrscheinlich kommt dann in der nächsten Ebene Acid oder so. Die Kiste. Tapestry showing the Battle of Gravelhole. Okay, das dürfte das letzte gewesen sein, was uns gefehlt hat für die Elfen. Dann schreibe ich das mal gerade noch auf. Dann ist das aber auch das Ende. Quest. Find three clues about the Battle of Graveholm Valley. Wir sind im Crystal Tower. Okay. Und für die, die sich wundern, wie man hier hingekommen ist. Da musste man davor jemanden auftauen mit dem Stab von der Ice Queen, den man in der Hütte gefunden hat. Da ist wieder was. Wir können noch einmal Fokus machen und dann machen wir einmal Recovery. Buffs sind auch ausgelaufen. Magic Shields. Haste. Das. So, dann ist das hier fertig gelaufen. Da können wir jetzt auch durch. Fehlt das hier noch? Und dann haben wir das auch alles erkundet. Und dann gehen wir die Quests mal abgeben. Hier hin. Excellent. I've studied the Dwarven Chronicles, the map and the tapestry. I've narrowed the place the great grandfather was during the Battle of the Gravenhill Valley to the 8592 spot. Auf Gravenholm oder so. Travel there and retrieve it, then bring it to our king. Na ja, okay, dass das da unten war, hatte ich mir ja schon irgendwo gedacht. Dann gehen wir aber erstmal nochmal aufladen und. Der Stufenaufstieg, das dauert noch. You duck
In the exact spot the Elven Sage told you, you found something. It's the Qualtharba, the Sword of the Elven Kings. Moment, da gucken wir mal gerade nach. Ja, Sword of the Elven Kings. Sword of the Elven Kings. Ach so, und den... Also nur nochmal den Ablauf dazu geben. Das war... Die Queen, die hatte uns den Stab gegeben, sage ich mal. Damit haben wir den Typen aufgetaut. Damit sind wir in den Tower gekommen. Und damit haben wir jetzt das hier. Okay, und dann... Müssen wir hier reden. Qualtharba, the third sword of the Elven Kings. Excellent. From now on, all elves shall call you Friend of the Elven King. Take also 5 vials, 10,000 experience und title Friend of the Elven King. You don't even know how grateful we are for retrieving Qualtharba. It is one of the 7 legendary swords of the Elven Kings. Finally, we got it back. Und damit bekommen wir auch das Bildchen. Welcome, Friend of the Elven King. Here's the ship you wish to explore the Eastern Sea. Just don't expect much. It's mostly an empty sea at the edge of the world. Naja, da weiß ich jetzt nicht, ob das so viel besser ist als mit der anderen Auflösung. Weil das Schiff ist natürlich noch genauso im Gesicht. Die Insel machen wir gleich. Erstmal segeln wir drum herum. Das muss freigelaufen werden. So. Das ist wahrscheinlich wieder einer, der Stats erhöht. I can't believe. Do I have visitors? Yes, I do. It's so exciting. It's so, so rare. You can't even imagine. By the way, I have found on the beach this betrothal ring. Someone must be looking for it. Since you travel inland, maybe you could take it. You have a far better chance to deliver it to the poor sot who lost it than me. Ja, super. Das ist direkt für eine andere Quest. Und zwar... Quest... Help the Shy Knight to find the Betrothal Ring. Damit haben wir den Betrothal Ring. Und so fügt sich alles zusammen. Da hinten steht eine Kiste. Die Welt zu Ende. Ring of Sages. Na, Ring of Sages ist leider Schrott. Drei Knowledge. Führt das noch irgendwo hin? Eine ganze Menge Wasser.
Ich schätze, dass da auch alles... Naja, vielleicht ist da noch irgendwas. Kann man vielleicht hier schon sehen. Ah, okay, dann können wir auch da rein paddeln, aber... Wir werden da wohl nichts Neues mehr finden. Immerhin können wir jetzt hier diese Dinger noch freilaufen. Okay, damit war das erledigt und damit hätten wir ja auch eigentlich schon die Welt nahezu vollständig erkundet. Es fehlt also nur noch das und dann haben wir alles. Dann werden wir jetzt erstmal diesen Ring noch abgeben. In Brinshade, East Marches Region. Bäh. Oder ist er der? Nee. Das ist Easter Marches. Das ist der Cheeseman. Was ist das hier? My trusted knife, have you found it yet? Don't tell me such guys are afraid of snakes. Hm. Das ist noch Thumbria Keep. Hier? Ja, Brineshade. In. You got it! You are my savior! I'm writing a quick letter and sending it to the princess right away. Here, take one of my spay armor of protection. It might be of use. Don't worry, I have plenty of those. Plus 1200 Erfahrung. Ja, das war leider nichts mit der Erfahrung und war auch leider nichts mit der Rüstung, denn das war noch ein schlechtes. Damit haben wir dann auch nur noch sehr wenig an Quests über Find 3 Orbs, Trusted Knife und dann die Hauptquest. Ich würde ja fast dahin tendieren, erstmal jetzt die Schlangen zu machen. Wir haben aber natürlich auch noch... Achso, dieses Crystal Tower kann ich weglöschen. Wir haben noch Secret Dungeon. Das war das ganz oben links. Da müssen wir auch noch hin. Also sind noch ein paar einzelne Kämpfe, die aber dann schlussendlich wahrscheinlich schnell erledigt sein werden. Tower of Lava hatten wir schon zwei Ebenen clear. Da fehlte nur noch die dritte. Das ist auch schnell erledigt. Elfenfreund werden haben wir erledigt. Das mit dem Old Battlefield haben wir. Gravelholm haben wir. Ja, es neigt sich dem Ende, würde ich behaupten. Wir gehen mal gerade noch rein. Wir können hier Gedöns noch verteilen. Willpower. Kriegt die jetzt. Knowledge. Machen wir hier weiter. Dexterity. Und Strength kriegt der. Und Toughness kannst du haben. Und Trainer. Okay, war jetzt nicht so viel. Gut, dann werden wir uns als nächstes hochbuffen und dann würde ich sagen, die beiden Lavatürme oder den Sumpf, entweder die beiden Lavatürme oder den Sumpf erledigen.
Ja, oh, gerade hier schon mal wieder den Buff an. Zing, 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 zing. Und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Bis denne!